Nun aber zu unserem Kulturpunkt. Der Sturmhof in Oed wird bespielt und zwar mit dem Stück Die Pfanne in der Wanne. Eine Komödie, die nur so strotzt an Ausreden, Lügen und Verwirrungen. Bis sich am Ende doch noch alles zum Guten wendet oder etwa doch nicht. Premiere wird am 12. Mai ab 19.30 Uhr gefeiert. Wir bleiben beim Theater, wechseln aber in die Johann-Bölz-Halle. Dort steht ein Kinoklassiker auf dem Programm. Ja, Sie haben richtig gehört, die französische Komödie Monseigneur Claude und seine Töchter, von über 20 Millionen Kinobesuchern gesehen, erobert nun auch die Bühne. Am 9. Mai ab 19.30 Uhr. Das liefert auch gleich einen schönen Übergang zu unserem Kinotipp mit einer packenden Filmbiografie von Regisseur Etienne Coma, die sich der wahren Geschichte um Django Reinhardts Flucht in die Schweiz annähert. Lassen wir bewegte Bilder sprechen. Die Berlinale übrigens wurde mit diesem Film eröffnet. Ich bin Musiker. Ich mache Musik. Das kann ich am besten. Seit es keinen amerikanischen Jazzman Paris gibt, bin ich der King of Swing. Du hast einen Namen, oder? Oh ja, und was für? Mein Name ist Django. Wer ist dieser Clown? Das ist Hitler. So ein idiotischer Schnurrbart. Idiotisch, ja. Nicht so wie deiner. Darf ich vorstellen, Oberleutnant Dietrich Schulz-Köhn, unser Dr. Jazz. Goebbels will, dass Sie in Berlin spielen. Das mache ich nicht. Ohne die Unterstützung von Dr. Jazz sind wir erledigt. Sag ihnen einfach, Django will dieselbe Gage wie Clark Gable. Seit März wurden unzählige Zigeuner verhaftet. Wenn sie nicht gehorchen, werden sie ermordet. Das ist nicht mein Krieg. Django, du musst fliehen. Was die im Geheimen vorbereiten, ist grauenvoll. Django ist ein einzigartiger Musiker. Er wird noch viele wunderbare Stücke komponieren. Er ist mein Mann. Verschwinden Sie! Hör doch, wie schön das ist. Seit 2 Monaten warte ich hier. Wir sollten längst in der Schweiz sein. Ich sitze hier mit meiner Familie und warte darauf, über die Grenze zu kommen und nichts geschieht. Ich habe genug von leeren Versprechungen. Wenn sie dich erwischen, werden sie dich töten. Verstehen Sie überhaupt was von Musik? Nein. Aber sie versteht mich. Zu sehen ist der Film am 8. und 9. Mai im Kino Kuckuck in Amstetten. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Kulturpunktes angelangt. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir sehen uns ganz bestimmt, denn mit uns sind Sie im Bild. Auf Wiedersehen.